Hallo, ich bin da. Hast du das gestern auch angehabt? Na, um Gottes Willen. Oh. Und das ist ein Frikandel. Das ist ein Frikandel? Für mich bist du ein knackiges Babybell. Ach, Schätzchen. Bist du bereit für die Liebe? Ja. Heute werden Grenzen überschritten. Ich bin in Belgien und hier besuche ich Mareike Amado. 1954 kommt sie im niederländischen Tilburg zur Welt. Ausgestattet mit 4 Fremdsprachen und viel Showtalent, spült es die junge Mareike von den Weltmeeren direkt ins deutsche Fernsehen. Entdeckt von ihrem Landsmann Rudi Carrell gelingt ihr 1980 der Durchbruch mit dem WWF-Club. Frau Amado aus Holland schreibt deutsche Fernsehgeschichte. Auch, weil sie als erste Frau hochschwanger vor der Kamera steht. Bis kurz vor der Geburt ihres Sohnes Kai. Mareike und die Männer. Das scheint ein Kapitel für sich zu sein. Und einem hat sie sogar ein Buch gewidmet. Mr. Bink, der Traummann, der zum Albtraum wird und sie fast ruiniert. Mareike lässt sich aber nicht unterkriegen. Unvergessen natürlich die Mini-Playback-Show. Erfolgreich und umstritten. Unumstritten bleibt, ich wäre damals auch gerne durch diese Zauberkugel gegangen. Kinder bringen vor der Action der Mini-Playback-Show. Kleine kommen ganz groß raus in der Mini-Playback-Show. Mareike lebt in Belgien, unweit von Maastricht in den Niederlanden. Versprochen also, in dieser Folge werden Grenzen überschritten. Oh mein Gott! Hallo! Oh, aber hallo! Das ist ja hier kommt jeder, der was kann! Auch kann! Ist das Jotum? Das ist Jotum. Hallo Jotum! Was Mareike. Hast du denn für einen Riesenstrauß? Ja, das ist, ich finde... Aua! Vorsicht, das ist ein gefährlicher Strauß. Oh! Aber die Deko sticht. Mit Disteln! Ja. Das soll keine Aussage sein. Ich hoffe nicht. Nein, aber manchmal ist ein bisschen stachelig sein auch gar nicht so schlecht. Wir machen ein bisschen stachelig. Ja. Man kann nicht immer Ja sagen im Leben, Schätzchen. Oh, nämlich. Komm mal lecker rein. Sehr gerne. Warte, ich mache noch ein schönes Geräusch für unsere Tonleute. Und jetzt komme ich rein. Komm, Schätzchen. Hallo, Mareike. Ich freue mich riesig. Ich auch. Dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Und dieses Haus ist ja von außen ein Träumchen, sag mal. Ja, ist ja wunderschön. Jetzt. Ich zeig's dir mal. Hier gerne. Ist auch das Haus. Hier, ich zeig dir, natürlich zeige ich mich auch. Ja. Hier das Esszimmer. Guck mal, das ist ein Bild zusammen mit meinem Sohn Kai. Das ist aber Kai noch ganz klein. Ne? Ach, wie süß. Wer das gemalt? Ein holländischer Mann, Donkersloot. Ist übrigens heute ein Rembrandt der Neuzeit. Ah, das ist das heißt, dieses Bild ist richtig was wert. Das ist sozusagen eine Wertanlage jetzt auch. Ich weiß nicht, weil wir draufstehen, ob es was wert ist. Ja, selbstverständlich. Gerade deshalb ist es was wert. Aber ich finde es toll. Sehr schön. Und dass die Abteilung nicht mehr da. Das ist meine Mutter. Das ist die Mama, ne? Ja, genau. Das ist mein Vater. Und das sind die Hunde, die es alle mal gab. Du bist ein Hundemensch, ne? Ich bin ein absoluter Hundemensch. Tiermensch. Ja. Aber Hunde liebe ich über alles. Darf er? Ja, sicher. Ja. Das ist ein veganer Knochen. Ach, warte mal, das mache ich aber weg. Oh, der muss ich mal erst... Das ist weg, komm. Das ist wirklich. Ja, aber du machst ja Kunststückchen, das ist ja toll. Ich muss das Ding weg. Ja, gefällt mir jetzt schon sehr gut. Tut mir leid, ich bin leider nicht stark genug, das wegzureißen. Ja, Gott, das tut mir. Ich gebe dir das mal und du machst das einfach selber, okay? Cool. Damit ist unsere Freundschaft besiegelt. Guck mal, Krausilein. Das ist mein Wohnzimmer.
da kannst du dich heute Nacht drauflegen, aber ich habe auch noch ein besseres Plätzchen. Was ist ein besseres Plätzchen? Neben mir. Dann zeig mir das mal. Ich guck mir das mal an. Neben mir? Okay, dann gehen wir mal. Ich leg meine Tasche hier hin, darf ich das? Ja, klar, ich zeig dir mein Schlafzimmer. Machst du das wirklich? Ich will jetzt aber nicht. Zeigst du mir wirklich dein Schlafzimmer? Ja, wenn ich jetzt mal einen Mann im Haus habe, dann will ich die auch neben mir haben, Junge. Was denkst du? Komm mal, wir gehen nach oben. Das ist also der Hoffnungspegel steigt. Dann komm, Schwätzchen, hier. This is where the magic happens. This is incredible. Aber zugegebenermaßen wäre genug Platz für noch mal zwei Pierres. Das ist ein großes Bett. Na, no, ein Pierre reicht. Ja, das höre ich nicht zum ersten Mal. Und dann haben wir Engelchen überall. Ja. Du hast auch so ein ganz friedliches Gefühl, wenn du neben mir liegst. Und möchtest du dann, dass ich das Teufelchen bin? So als Ausgleich? Nein, hier gibt's keine Teufel. Hier gibt's nur Engelchen. Hier gibt's nur, hier ist man nur im siebten Himmel. Ja. Und du hast auch hier schöne Bilder. Und auch da ist, das ist Kai wieder, ne? Ja, das ist Kai, wo er Baby war, ne? Und hier Kai ganz klein. Also, wenn du einen Sohn hast, ja, dann ist es halt einen sehr wichtigen Bestandteil deines Lebens. Und ich kenne das, ich bin ein Einzelkind und das sieht bei meiner Mutter genauso aus. Siehst du? Das ist wirklich genauso. Also, das wäre eine wunderschöne Frau, nicht wahr? Also heute und auf diesen Bildern. Danke dir. Das hat sich ja so viel nicht verändert, außer was dass du jetzt mehr Öl gibt. Das teuerste. Dann gehen wir jetzt mal runter, ja? Sehr gerne. Also, weil du hast noch nicht alles gesehen, ne? Das glaube ich. Wo wir jetzt oben waren bei den Engeln. Meine Mutter ist in diesem Stuhl gestorben. Ernsthaft? Und ja, und das habe ich dann alles, habe ich das gesammelt, was sie über Stunden gesteckt hat. Und ja, und dann gibt es natürlich auch noch, ach Gott, so Mariechen und den letzten Abschiedsding. Und Da war jetzt ein Bild von Maria. Nee. Tatsächlich. So, und ihr letztes Briefchen. Also alles im Haus wird mit Liebe gemacht. Das heißt, ihr letzter Brief, hat sie einen Abschiedsbrief geschrieben? Nee, sie hat einfach, das war eine Bestellung. Also, liebe Maria, aber es war ihr letztes, was sie mir geschrieben hat. So, und Maria auch dabei. Also das ist im Prinzip so ein Denkmal. Und weißt du, das gehört alles zum Leben. Das ist total schön. Aber das heißt, hast du dann so Rituale? Weil also ich finde das ganz schön berührend, zu wissen, dass die Mama da drin gestorben ist. Dass du da ab und zu mal hingehst und ja, mit ihr und sprichst oder so. Wenn es Leben war schwer, setze ich mich da rein und nehme ein Buch. Und das ist so ein Energiefeld, was man da noch braucht. Das begleitet mich mein Leben. Und das heißt, also das Verhältnis zur Mama war dann sehr gut, ne? Ja. Also am Ende, nicht in der Pubertät. Aber also, das bei niemandem so. Das ist bei niemandem so. Und hast du als Kind schon in der Familie unterhalten? Also hat man da schon gemerkt, dass du jemand bist, der sehr exponiert ist und für die Bühne gemacht ist? Ich denke ja, von ganz kleines Kind habe ich, wenn wir dann in Urlaub fuhren, zum Beispiel in die Schweiz oder nach Italien. Mit dem Wohnwagen übrigens, alle Klischees bestätigen. Mit dem Wohnmobil. Ne? Und dann habe ich von Holland bis in die Schweiz gesungen. Und das fanden mein Bruder und meine Schwester und meine Eltern ziemlich nervend. Also, aber ich hab's durchgehalten. Aber selber komponiert? Holländer unterwegs. Genau, wie gesagt, im Wohnwagen, so wie man sich das erinnert. Ja. Wir haben auch alles mitgenommen. Spaghetti. Wenn wir nach Italien fuhren, meine Mutter sagte, es ist besser, dass wir es selbst mitnehmen. Ihr habt, Entschuldigung, ich subsumiere, ihr habt aus Holland Spaghetti nach Italien gebracht. und der ganze Wohnwagen war vollgepackt. Vollgepackt mit Essen. Und dann sind wir Richtung Italien. Und dann haben die den Wohnmobil von meiner Mutter aufgemacht. Ja, natürlich zu checken, was man alles dabei hatte. Und dann sagte die Zöllner nur noch NL, niente, lire. Also die Holländer nehmen alles mit. Und so sind wir immer in Urlaub gefahren. Also hier ist die Abteilung Reisen. Ich war ja lange im Senegal, Mali. Ach,
Mali-Rundreiseleiterin. Also, das war das erste Backgammon-Spiel. Du warst tatsächlich Reiseleiterin. Ja. Und zwar für diese große Firma, die es möglich macht. Ja. Und hast da auch eine richtige Karriere gemacht. Und hast da auch die Welt gesehen. Angefangen in Spanien, wo es noch keine Computers gab in den Reisebüros. Also man hat einfach alle Leute nach Spanien geschickt. Weiter viele Überbuchungen. Ich hab die Gäste alle so auf Armeebettchen gelegt in der Diskothek. Und mit dem komischen Stierkampf, mit allen möglichen Kostümen gemacht. Und immer irgendwie Entertainment-Show mit den Leuten. Und dann ist das diese Reiseorganisation aufgefallen. Die sind sowieso schon pleite. Ja, da kann man es gut sagen. Da kann man es sagen. Kann man gut meckern. Also Neckermann macht es möglich. Ne? Absolut. Und dann war ich die jüngste Reiseleiterin, die nach Asien ging. Und hab dann Südindien gemacht, Nepal. Was heißt jung? Wie jung warst du? 21. Und ich habe gelesen, weil du so lustig und so sympathisch warst, haben die meisten gesagt, also hier, die Firma ist kacke, aber die Holländerin, die ist super. Ja, so, ne? das war wirklich das Ergebnis, dass ich ganz schnell nach oben kam, weil die Gäste fanden das großartig, was ich da alles improvisiert hätte. Ja. Aber ich war ja auch, man nannte mich in Frankfurt Katastrophe Lilly. Ja. Weil immer irgendwie in meiner Gruppe passierte auch was. Ne? Der eine hat einen Darmverschluss, der andere einen Herzinfarkt. Dann muss man immer natürlich aktiv alle Möglichkeiten erschöpfen, damit sie überleben. Und das habe ich dann immer auch nochmal geschafft. Damit sie überleben. Okay, ist auch ein Abenteuertrip, mit der Armada unterwegs zu sein. Ja. Und haben alle überlebt? Zu lange Pause? Nee, also vier nicht. Oh Gott, vier nicht. Nee. Aber du hast nichts damit zu tun? Nee. Die habe ich dann schön abgegeben in ein Krankenhaus. So, Schätzchen, dann zeige ich dir den Rest. Ach, es gibt wenige Frauen, von denen ich mich wirklich sehr gerne Schätzchen nennen lasse. Und du gehörst dazu. Oh, das darf ich gar nicht. Du darfst das. Oh, selbstverständlich. Oh. Jetzt gehen wir durch die Arbeitsküche. Es gibt eine Arbeitsküche? Ja, da, weißt du, da müssen Frauen waschen und bügeln. Wieso Frauen? Da können ruhig auch mal ein paar Männer waschen und bügeln. Ja, hier gibt's keins. Also, ich muss das dann alles machen. Bist du alleine eigentlich? Wohnst du alleine hier? Ja. Ah, okay. Ja. Du wohnst gerne alleine. Ich habe mich dran gewöhnt. Das heißt aber nicht gerne. Dran gewöhnt? Nee, ich habe mich dran gewöhnt. Ich fand es am Anfang sehr schwer. Wie älter ich werde, wie besser ich damit umgehe. Und dann ist man auch bereit wieder für die Liebe. Denn wenn man glücklich in sich selbst ist, ist wieder alles offen. Bist du bereit für die Liebe? Ja. Vielleicht soll ich dir mal meinen Garten zeigen. Oh ja. Jetzt kommen wir in die Schweineabteilung. Guck mal, da steht ein ganz schlimmer, ne? Ein ganz schlimmer Finger hier. Aber ich sag dir nicht, wer es ist, ne? Ich gehe jetzt mal von vornherein davon aus, dass jedes dieser Schweine männlichen Geschlechtes ist. Ja. Die in deinem Leben eine Rolle gespielt haben und jetzt sich nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert haben. Nee. Dabei. Ist er, das kann das sagen, weil du hast immer ein Buch drüber geschrieben, ist er Mr. Bink? Nee. Okay. Aber ist er in der Kategorie? Er gehört eher in der Geschäftskategorie. Aber jetzt darf ich nichts mehr sagen, weil erst wenn ich abkratze, sagt Kai, wer da drüben. Guck mal, da hängt auch einer an der Tür. Das aber das ist ein Netter. Nee, das war auch ein Vollidiot. Auch ein Vollidiot? Ja. Und leben die noch? Existieren die noch? Okay. Die wissen aber nicht, dass sie ein Schwein sind. Das ist ja das Schlimme, oft wissen die das ja nicht. Aber ich weiß es, Diese Silberne da, das ist so ein Bank-Heini. Bank-Heini? Ja, so ein Bank, der von der Bank. Also jemand, der auf der Bank gearbeitet hat. Aber hat der Gutes für dich bewirkt? Nee, eben nicht. Hat er sich selbst bereichert etwa? So. Wirklich? Mhm. Du Schwein! Ja, genau. Es tut total gut. Spürst du das? Und hat es was zu sagen, dass das hier so ein ganz kleines Schwein ist? Ja. Das heißt, der war nicht ganz so böse? Nee, der hat nur einen Zug gehabt, wo ich von sage, das war ein Dreckschweinezug, aber hat mich nicht so geschadet, aber gehört zur Sammlung. Und ist es auch aus der Showbranche? Ja. Viele Showschweine sind hier, ne? Einige.
Kannst du nicht einen Namen nennen? Einen Namen. Er würde so gerne. Ich will einen mal wissen. Nein, das habe ich geschworen, das nicht zu tun. Wem hast du das denn geschworen? Mich selbst. Aber ich will dich jetzt auch gar nicht dazu bringen, deinen Namen zu nennen. Komischerweise habe ich aber so ein paar Ideen. Bloß nicht. Nee. Bloß nicht heute Nacht hier runter und dreh die Schweine um. Sind da die Namen drunter? Ja, da kommst du nie mehr. Das sagst du mir jetzt? Wirklich? Nee. Oh nein! Ich muss nur mal gucken, da muss man noch mal mit der Gartenschere, muss man noch mal grasen ein bisschen. Ganz abstauben sollte man das auch mal. Du, also bleiben wir jetzt hier und schreien Schweine an? Ich wäre dabei. Nein. Wir machen was. So wie du aussiehst, kannst du was Sportliches gerne machen mit mir. Du bist leicht zu täuschen. hast du schon mal Golf gespielt? Ich habe schon öfter Golf gespielt, aber immer nur sozusagen bei so Drehs. Und es ist egal, was ich körperlich mache, es sieht immer nach Slapstick aus. Und ich gebe mir keine Mühe, dass es nach Slapstick aussieht, ich bin einfach ein Trottel. Also ich habe mit meinem Sohn angefangen, da war der 8. Heute ist er... Mit 8 hat er angefangen, Golf zu spielen? Ja, der ist ein Champ. Der hat was organisiert für mich heute Mittag, damit wir drauf können, ja. Das, damit du drauf kannst, weil du hast ja kein Handicap. Ich habe ein Handy habe ich dabei und einen Hut. Alter! Jesus. Du hast gerade einen Vogel zur Witwe gemacht. Ja. Ja. Ich glaube, der ist immer noch in der Luft. Das ist gut, ne? Das ist ja. Geht's? Okay. Na Mann, zeig du mal, was du kannst. Ach, voll gut? Naja, voll gut. Ja, ich schlag jetzt, ne? Ja, genau. Nochmal. Mal, Wahnsinn, da geht ihr. Da! Habt ihr gesehen? Ja, komm. Boah, Füße nebeneinander. Ich wollte dahin. Er ist weg. Wie weit wohnt ihr auseinander? Ihr wohnt ja noch... 20 Kilometer. Ach, das ist ja toll. Ja, es geht noch, ne? Das heißt also, dann seht ihr euch... Oft und regelmäßig. Leider schon. Ja. Keiner Fernseher geht nicht. Und es gibt den Plan und die Idee, dass ihr gemeinsam einen Podcast macht. Dass ihr zusammen. Ja, das stimmt. Ja, das sind wir jetzt drüber im Gespräch, um das mal auszuprobieren. 6 Folgen wollen wir jetzt. Haben wir schon im Gedächtnis, wo wir darüber reden werden, wo wir das machen werden. Und werdet ihr dann, weil es gibt ja tatsächlich ein Füllhorn auch an Anekdoten und guten Geschichten. Ja. Ne? Ja, also, wir werden natürlich über unser Leben reden. Aber wir reden auch, was wir früher mitgemacht haben, ne? In der Mini-Playback-Show-Zeit und so, wie das war. Und auch, es gibt noch ein paar witzige Sachen über eine Privatsachen, die wir besprechen, wie das, was da früher passiert war. Es gibt zum Beispiel Kindermädchen, die auf dich aufgepasst haben. Ja, ich hatte 13 in total. 13 Kindermädchen. 13. Und bei jedem ist irgendwas passiert. Eine hatte ich mit auf in Kneipen genommen, wenn ich ja, in Köln. Ja, die hatten ein Problem mit Drogen. Das wussten wir nicht. Aber die hatten mich abends, ich war da im Rollstuhl, also nicht im Rollstuhl, aber im Kinderwagen, danke. Und die musste ihr Coke holen. Und um 2 Uhr morgens stand ich in der Kneipe im Wegelchen und sie musste arbeiten. Und dann ging sie eben zur Toilette, wie das dann heißt. Ne? Ja. Und Kai hat die Kölner Kneipe mit 6 schon kennengelernt. Ja, aber das ist für ein Kölner Kind ganz normal. Ja, das also ist das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Ja, aber so mit Schniffschnaff in aber mit Schniffschnaff. Ja, wie krass. Und dann gab es auch noch eine, die hat gerne sozusagen kopulierende Selbstversuche gemacht in deiner Anwesenheit. Eine hatte eine Orgie zu Hause. Ja, bei mir. Also nicht bei ihr zu Hause. Und ich war 6, glaube ich. Nee, er meint die andere da. Nein, du hast auch nur, wir hatten auch eine Haushälterin, die dachte, dass du erst am nächsten Tag zurückkehrst. Und die hatte da 4 Leute, die waren dann die Couch irgendwie. Seriously? Ja. Und ich war am Fenster so. Und Kai, ich kam rein, ich denke, was macht Kai denn im Flur? Und guckte durch die Glastür. Wäre ich nur 10 Jahre älter gewesen, ja. Also ich brauchte ihm nicht mehr aufzuklären, auf jeden Fall. Und wenn ich frage jetzt einfach mal, aber weil du gesagt hast, alleinerziehende Mutter, der Vater, der ist komplett raus aus dem Game. Also der fand da gar nicht statt. Nee, also ich habe meinen Vater bis meinen 18. eigentlich nie gesehen. Nee. Aber ich habe jetzt Kontakt mit ihm, guten Kontakt. Ja. Und das geht gut. Der wohnt jetzt denkt ihr natürlich, 18, Mutter hat es verboten. Nee, so war es nicht. Nein, es war, weißt du, wir wohnten in Deutschland und der ist, wo ich 3 Monate war, ist er weggegangen. Damals hatte sie einen Partner, der hat auch in der Zeitung gestanden. Und der wollte mich adoptieren, wo ich 18 wurde. Hat einen großen Speech gegeben,
hat er gesagt, hör mal, ich werde dich adoptieren, jetzt wirst du mein Sohn. Er war eigentlich mein Vater 9 Jahre lang. Und dann 2 Monate später war er weg, hatte eine andere Frau. Hat geheiratet und unser Haus war weg. Und hat mich angerufen und hat gesagt, es ist besser, wenn wir uns nicht mehr sehen. Und dann auf einmal hatte ich irgendwie so, dachte ich, dann, ich hatte meinen Vater gefragt, findest du es okay, wenn er mich adoptiert? Ne, weil ich trage seinen Namen noch immer. Und so schlussendlich sind wir jetzt wieder in Kontakt und das läuft sehr gut. Und seid ihr auch in Kontakt oder willst du gar nicht mehr? Ja, ja, die lieben einander. Nee, aber eine Sache will ich noch dazu sagen. Ich habe immer, von obwohl er so groß war, nie was Schlechtes über ihn erzählt. Das ist ganz wichtig, meine Damen. Und ich habe immer gesagt, wenn du deinen Vater sehen willst, dann werde ich es organisieren. Ja, ja. Also ja, das hast du das nicht ich hab probiert, nie um irgendwie. Ich habe ein schlechtes Wort geredet, weil das ist ja sein Vater. Also, obwohl ich es gerne getan hätte, aber ich habe es nicht getan. Ja, ja, der war richtig gut. Ja. Siehst du? Ja, Mann! Hör mal! Ich bin ready. Hör mal! Wer ist bereit für ein richtiges Spiel? Kann ich hier halten oder soll ich weitermachen? Oh, stopp, stopp, stopp! Da! Immer das Wägelchen an Seiten des Abschlags. Ah, warte, ich fahr rückwärts. Ich weiß jetzt, wie man rückwärts fährt. Warte, ich pack noch mal ein. Das haben wir nicht gesehen, bitte. Ja. So, das Wägelchen immer seitlich. Ich glaube, wir haben Kai verloren. Ja. Ist er noch Kai, da? Wo bist du? Ja, ich habe Vorsicht, doch. Ach da. Ja. Und immer hinter der gelbe Belt. Ah, immer diese neuen Regeln. So ist okay, so ist okay. Ja? Ja, so ist okay. Okay. Ja, mich, doch nicht. Ich will mich an die Regeln halten. Ich will dir nicht negativ auffallen. Du wirst in Holland sofort verhaftet. So. Wie viele Punkte gibt Gebüsch? 1. Es zählt jedes Mal mit, ne? Echt jetzt? Ja. Nee, ich habe nicht mehr so viele Bälle dabei, Mom. Ja? Können wir es ruhig schaffen? Ich aber. Danke, Mom, für mein Trauma. Ich werde den Psychologen gleich wieder anrufen. Danke dafür. Wieder suchen. Es wird so ein teurer Nachmittag. Ach. Alle Bälle verschwunden. Was kostet so ein Ball? 3 Euro. Das kann der öffentlich-rechtliche Fernsehen, nee, holen wir alle Gesellschaft wieder. Doch gar nicht bezahlen. Ich gehe heute Abend hier im See tauchen und das können neue. Sie doch nicht mehr finanzieren. Also. Ja, Golf ist eh kein Sport fürs Öffentlich-Rechtliche. Schlesinger golft aber auch. Hallo? Ja. Ja, der Ball ist lost. Der Ball ist verschwunden. Ach, na, Helf. Aber du kannst er nicht droppen. Wir haben keine Bälle mehr. Du darfst meinen gut, Ball dann spielst rein. Du doch mit meinem Ball weiter. Kannst du das nein, machen? Das wäre ja ehrenlos. Das, na gut, okay. Mach es. Jetzt ganz schön unter Druck. Ja, ja. Ja. Wie cool wär's gewesen. Oh nee, komm, das ist doch ein Magnet unten. Ja. Super. Wow. Hör mal. So einfach ist es. Ich finde eigentlich diesen unglaublichen, fantastischen, sportlichen Betätigung werde ich dir jetzt was kochen. Okay, let's go. Ja, vielen Dank. Darf ich fahren? Ja. Cool. So, dann, was steht hier? 130. Ja. Nicht über den Green. Nicht über den Green. Nee, nee. Oh Gott. Da war ich hier. Was würde denn passieren? Ja, ja, das geht, das geht. Das du kriegst eine Buße. Ja, ja, ja. Ja, ich habe schon viel Buße getan in meinem Leben. Du viel Buße. So. Musst du lange Bußen. Ich komme. Ich freue mich.
Also, liebe Pierre, Dachjotem ist nicht für dich. Also, Pierre, du wolltest ja was Holländisches probieren. Gerne, ja. Ich habe für dich eine Kombination gemacht von holländischen Speisen. Das ist ein Kaaskroket, das ist ein Bitterbal und das ist ein Frikandel. Das ist ein Frikandel? Ja, das sieht aus wie so ein Schniedel, Dödel, Dudel. Jetzt habe ich richtig Bock, das in den Mund zu nehmen. Ich weiß, dass die Holländer jetzt sagen, wie kannst du das machen? Wie kannst du uns das servieren? Aber typisch holländisch ist es. Es ist typisch holländisch. Ja. Und das ist doch schön. Ich will mal so sagen, guten Appetit. Was heißt denn guten Appetit auf holländisch? Schmackelig eten. Schmackelig eten? Nee, schmackelig eten. Schmackelig eten? Bitterballen darf man so essen. Ah, aber hier die Schniedelwutze, die muss man schneiden. Ja, ja. Mhm, gut. Ich bin gespannt, wie du das findest. Mmh. Ach, das ist eine Wurst. Ich werde es merken erst. Was ist denn? Hm? Was möchtest du auch gerne so? Nice try. Er kriegt am Tisch nichts, ne? Nee, am Tisch kriegt er nichts. Nie. Sensationell. Ich würde dir jetzt so gerne Bitterballen dafür geben. Er liebt die Bitterballen, aber sie sind nicht gut für dich, Jotti. So salzig. Es ist nicht gut, es ist zu salzig. Ist auch nicht gut für mich, aber ich esse es trotzdem. Sag mal, wie war dann das, weil wir hier gerade bei Holland sind und den Spezialitäten? Eine holländische Spezialität, die wir Deutschen ja jahrzehntelang genossen haben oder teilweise auch genießen mussten, ist Rudi Carrell. Und der hat dich ja sozusagen ins Fernsehen geholt. Ja. Es war so, Rudi hat zwei Töchter und die älteste heißt Annemieke. Und die hatte einen Freund und die arbeitete bei der DPA, ein Journalist. Und da ich die erste deutsche Gruppe in die Antarktis gebracht habe, das war ja natürlich Reisen, das war gigantisch. Ja? Also du musst dir das so vorstellen, Windstärke 10, Richtung Antarktis, Schnee. Also Eisbergen um uns herum, kleine Schiff, 200 Leute. Und die Kotztüten waren alle. Ich habe die Leute an die Betten binden müssen, weil dann anders kippten die über Bord. So war ungefähr die Lage auf diesem MS World Discoverer. Und mitten da drin kriegte ich einen Anruf. Ich stand gerade auf der Brücke bei unserem Captain Krüger, der sagte, wenn wir das hier überleben, sind wir Helden. Da habe ich gesagt, keine Zeit, also weiter. Hier, Gäste. Oh, ich war in voller Action. Und dann hat er viermal angerufen. Und beim vierten Mal habe ich dann endlich das Telefon genommen. Und dann sagte er, hier ist Rudi Carrell. Da habe ich ihm erst mal erklärt, was da alles passierte. Er sagte trotzdem, komm nach Deutschland. Und wir haben ein Gespräch und dann wirst du meine Assistentin. Und der wusste das, weil irgendwie eine Journalistin oder so mit... Weil diese DPA-Journalist war in der Zwischenzeit wieder zu Hause und hat gesagt, hör mal, da arbeitet so eine Holländerin mitten in der Antarktis, die singt, springt und macht und tut. Ja, und dann hast du es gemacht. Dann hast du gesagt, ja gut, Rudi Carrell, ich überleg mal. Nee, ich hab sofort gekündigt, weil ich war gerade... Also bei Neckermann gekündigt. Ja, ich war gerade in so einer Phase... Wenn du das 5 Jahre gemacht hast, bringst du oder einen Gast um oder springst selbst über Bord. Also habe ich gedacht, das ist meine Rettung, ich mache andere Dinge. Und dann habe ich diese Chance sofort genommen. Und das heißt, aber auch nie bereut? Nein. Weil es ist ja ein sicherer Job, den du aufgegeben hast. Ne? Und Fernsehen ist ja alles unsicher. Und was ist sicher? Sehr gut, nichts, gar nichts. Nichts ist sicher. Nichts ist sicher. Was ist denn eigentlich mit dem holländischen Fernsehen? Also ich kann mir auch vorstellen, dass man dann irgendwie, da denkt man, ist man jetzt diese Attraktion im deutschen Fernsehen, weil man natürlich die Holländerin ist, wird aber dann doch auch immer auf die Rolle der Holländerin sozusagen reduziert. Ne? Das war beim WWF-Club zum Beispiel so. War das für dich immer okay? Oder hast du da schon gemerkt, irgendwie ist das nicht richtig, das nicht ausgewogen? Man ging da einfach durch. Ja. So war das. Also aber wenn man auf, man hat auch gesagt, das mag ich nicht, dann hätten die einen anderen geholt. Ne? Also, dass man austauschbar war. Sozusagen. Ja, natürlich. Jeder ist austauschbar.
Wobei sowas natürlich auch wahnsinnig verletzend ist. Also finde ich, ne? Also du hattest es ja mit der Mini-Blackjack-Show. Da ist er dann auch sozusagen irgendwann später... Nee, das hat mich tief verletzt. Genau, Jasmin Wagner gekommen. Ja, das hat mich sehr, sehr tief verletzt. Denn das war mein Baby. Was war denn der Grund? Man wollte einfach verjüngern. Nein. Geht eigentlich euch alle gar doch, nicht. Ja, nee, aber ich finde, es ist ja trotzdem noch ein Thema, das nach außen, also für uns ist ja die Wahrnehmung, da wird eine tolle Moderatorin mit Charakter, die das Ding erstmal nach Deutschland gebracht hat, die sozusagen auch das Gesicht von dieser Sendung ist, die wird einfach so ad hoc ausgetauscht gegen eine wesentlich jüngere Kollegin. 17 war sie. Ja, die halt gerade in dieser Zeit hip war, angesagt war. Mhm. Blümchen, Jasmin Wagner war angesagt. Die kann ja auch gar nichts dafür für diese Entscheidung. Mhm. Kann man eher nicht übel nehmen. Ne? Nee. Hätte man vielleicht selber ja auch gemacht. Ich habe mit Jasmin gesprochen. Also, genau. Ja. Und wie bist du damit umgegangen? Also das ist ja eine, hat man dich vorher angerufen oder hast du das selber auch durch die Zeitung erfahren? Manchmal läuft es ja sehr stil. Ja, ich habe Zeitung. Ich saß im Flugzeug, flog von Berlin nach Köln. Und da stand Marijke Amado, moderiert die Mini-Playback-Show nicht mehr. Ich denke, hä, wo kann das sein? Aus der Zeitung. Ich wusste von nichts. Ich hatte gerade einen Vertrag unterschrieben. Ja, komisch, ne? Ja. Wollen wir eigentlich noch... Also, hast du das eigentlich selbst gekocht? Ich habe hier eine Friteuse. Darf man nicht mehr sagen, man sagt es Friteurin. Oder Fettangestellte. Fettfachkraft. Du wolltest das. Ich wollte das auf jeden Fall. Ich esse das auch noch ganz. Guck. Ja. Es war ein heavy Gespräch, aber ehrlich. Ne? Schmeckt doch kalt. Nein, soll ich das? Aber so lange nicht zu Ende. Ich möchte mehr Gespräche. Aber da ist ja noch irgendwas, was du in der Küche zubereiten willst. Wie lange dauert denn diese Sendung? 6 Stunden? 6 Stunden. Die Muscheln rein. Muscheln. Sind das tolle Mischmuscheln? Das sind leckere Mischmuscheln. Miesmuscheln. So. Schätzchen. Schätzchen. Auf dich, ich auf bin, uns. Ich bin die Einzige, die Schätzchen sagen darf. Ja, das stimmt. Ja. Und ich genieße es. Hey Jutti, bist du auch wieder dabei? Ja, es ist doch Valentag, ne? Wo sind denn da nicht deine Ohren? Man sieht nie deine Ohren. Hast du überhaupt Ohren? Ah ja, da sind die. Das ist alles ein großer Fellknäuel. So, Jungs, sonst wird's nichts mehr. Ja, ich muss mich hier mit Jotti unterhalten und nochmal über Tischetikette. Die sind fertig. Die sind fertig. Ich muss jetzt hoch zu den Muscheln. Ich gehe jetzt kurz zu den Muscheln. Oh, dann weiß ich nicht. So. Du weißt, wenn die Muscheln nicht ganz auf sind, dann darfst du sie nicht essen, ne? Was mache ich mir denn dann? Dann schmeißt du weg. Okay, so hinter mich. Die würde ich nicht nehmen. Die ist zu klein. Das sind kleine, das sind wirkliche Mischmuscheln. Du musst lecker die Rosa nehmen. Hier, ich habe einige von den kleinen jetzt gegessen. Ja, guck mal. Ja, gut. Nicht, dass du heute Nacht hier bei mir im Haus... Dass es dir schlecht wird, Schätzchen. Es ist ja du hast ja nur eine Nacht mit Marijke. Also ich würde vorschlagen, dass du dann schon gesund bleibst. Jotim, wie fandst du das Gespräch? Bist du begeistert oder hat Frauchen wieder zu viel erzählt? So rede ich mit meinem Hund. Ich fand's super. An. Komm, wie Muscheln ist. Ich nicht zu viel erzählt. Ja, kommst du mir noch was zu essen mit? Der Hund spricht. Oh mein Gott. Guck mal, Schätzchen. Warte, ich mach mir mal kurz hier ein bisschen. Ich habe so ein bisschen Muschelfett. So. Ist das überhaupt ein Handtuch? Das ist ein Lappen, ne? Das ist ein Lappen. Ja, gut. Aber kannst du es benutzen. Herzlichen Dank. Wie sagt man auf Holländisch? Schratje. Schratje? Nee, Schratje. Schratje? Nee, Schratje. Schratje. Ja. Klingt nicht mehr ganz so erotisch dann. Weißt du was, ich hau von jou bedeutet? Ich liebe dich. Ich hau von jou. Ich hau von jou? Ich hau von jou. Ich hau von jou. Das klingt auch nicht echt. Ist nicht so romantisch, ne? Ich hau von jou. In Französisch heißt es je t'aime. Je t'aime. Ti amo. I love you. Te quiero. Ich hau von jou. Und in Holland heißt es ich hau von jou. Gesundheit. Prost.
Das Gemeine ist, dass es jetzt hier so nach frisch gebackenen Waffeln riecht und wir noch gar nichts gefrühstückt haben. Also, es sind natürlich Waffeln, es sind auch wieder Bitterballen, Kroketten. Also, es riecht einfach nach Fett. Aber Maastricht ist wirklich eine schöne Stadt. Ja, wunderbar. Und ich liebe Maastricht. Es ist ein großes Dorf, aber wunderbar. Darf ich einhängen? Aber ich bestehe darauf. Es ist mir eine große Freude. Wie war denn so die Nacht unter den Engeln? Ich habe kurz überlegt, ob ich mir die Engelsflügel noch mal genauer anschaue. Bin dann aber doch, weil Jotti halt einfach auch echt einen sehr, sehr beruhigenden Schlaf garantiert, bin dann doch unten geblieben. Du laberst dich gut raus. Ja. Das ist eine meiner Kernkompetenzen. Guck mal, wie schön die Holländer wieder mit ihren Käsen. Ne? Ist der wirklich so lecker oder ist das eigentlich so ein Marketing-Ding? Gouda, alter Gouda. Ja. Bessere gibt's nicht. Alter Gouda. Aber dann schon die, so wie ich eigentlich, alte Gouda. Nein. Bessere gibt's nicht. Entschuldigung, für mich bist du ein knackiges Babybell. Och, Schätzchen, was willst du trinken? Och, so ein Champagner. Ich habe eine Freundin, die hat hier eine Boutique. Da kriege ich immer Rabatt. Da gehe ich meistens hin. Ah, okay. Musst du Werbung für die machen? Nee, brauche ich nicht. Hast du Werbung gemacht eigentlich? Ich mache Werbung für... Ah, für diese Modekette. Ja. Ja, richtig. Das ist ganz neu, richtig. Das ist ganz neu. Also, die haben die ältere Generation genommen. Birgit Schrowange, Jörg Dreger und mich. Und wir sind volle Pulle da am Werbung machen für die. Ah, sehr gut, das gibt auch ein bisschen Butter aufs Brot. Das ist schön, so ein Werbevertrag. Ja. Also weniger Druck. Aber hast du den Druck überhaupt noch oder hast du ausgesorgt durch die erfolgreichen Fernsehzeiten? Nein, natürlich nicht. Wenn du mit 50 oder 55 war ich damals, alles verlierst und wieder neu anfangen musst, dann wirst du den Druck bis zum Ende behalten. Oder man muss in die Lotto gewinnen. Dann verstehe ich auch Menschen heutzutage, die mit diesen Preiserhöhungen, mit ein kleines Gehalt, ja, müssen die irgendwie zurechtkommen. Und alles ist teurer geworden und so. Und ich kann mir da sehr gut drin einleben, weil ich mal in so einer Lage war, dass alles auf einmal anders war. Warst du insolvent? Nee, das gerade noch nicht. Aber mein Haus war weg, mein Bankkonten waren leer, alles war weg. Und das war ein Mann, der das gemacht hat, ne? Mr. Bink. Das war dieser berühmte Mr. Bink. Und der hat dann am Ende dir das Haus weggenommen. Ja. Also ist wirklich das komplette Haus verloren und Teil des Vermögens. Ja. Das ist ja schrecklich. Und konntest du nie da... Eigentlich alles, was ich verdient hatte. Bis dahin. Scheibe. Ja, das war eine heavy Zeit. Ich habe da wirklich, das Buch habe ich geschrieben, weil ich es einfach wichtig fand, Frauen die Erkennung zu geben, wie sie solche Typen erkennen. Hm. Weil es ist ja, sind ja im Grunde genommen alle Narzissten, die das machen. Und ich erkenne sie jetzt auf 10 Kilometer Abstand an den Schuhen. Was heißt das an den Schuhen? Woran sieht man das? Was für eine Art von Schuhe sind das? Das sind solche Wildlederschuhe mit so einem Goldding drüber. Ah, die sind aber, also ganz ehrlich, also da... Hast du die auch? Na, um Gottes Willen! Ah, siehst du, du bist auch kein. Ich bin kein Mr. Bink, im Gegenteil. Ich bin der, den du das Haus wegnimmst. das ich nicht habe. Hast du denn eigentlich auch schon mal einem Mann das Herz gebrochen? Nee. Ach, das ist ja ungerecht eigentlich, ne? Ja, finde ich eigentlich auch. Aber man hat mir gesagt, es gab mal eine Wahrsagerin in 1980, und die hat mir gesagt, sie lerne noch einen Mann kennen im Altersheim. Oh. Und dann sagte, dass wir uns nicht früher kennengelernt haben. Und dann, okay, das ist natürlich jetzt. Das gibt Hoffnung. Ne? Aber kannst du vielleicht dich jetzt schon, also quasi, also einfach immer am Wochenende in ein Altersheim gehen? Vielleicht? Ja, das geht schneller, das meinst ein bisschen, du? Okay. Ich glaube vorher. Ich mag nicht diese Plattformen. Und ich habe das einmal gemacht. Da hat der Typ gesagt, will ein Foto sehen. Ja, dann kannst du natürlich kein Foto draufstellen. Ja. Dann kommt gleich die Bildzeitung, verstehst du? Aber es gibt einige Prominente, die da sind.
tatsächlich. Tatsächlich? Ja, die auch offen dazu steht. Weißt du wer? Oliver Pocher und Amira haben... Haben sich da kennengelernt. Auch ja. Auf Tinder, ja. Genau, und die sind verheiratet und haben ein Kind. Ja, eine halbe Fußballmannschaft haben die. Ja gut, der Olli hat halt schon öfter mal geheiratet. Ja, Kinder ja, gemacht. Ja, ja. Das ist ein Hobby von ihm. Aber das könnte das letzte Mal gewesen sein. Grüße an der Stelle. Guck mal, das ist doch sehr schön. Wir gehen jetzt auf ein Altersheim. Wir gehen auf ein Altersheim? Aber weil du da vielleicht den Mann deines Lebens kennenlernst? Nee, ja, wer weiß. Guck mal, wie schön das ist. Hallöchen. Ja. So, die Zielgruppe ist auch schon da, ist doch super. Guck mal, das sind wir auch in 40 Jahren. Oh ja, natürlich, warte, ich gehe auf die andere Seite, dann kann ich dich besser einhaken. So, das sind wir in 40 Jahren. Ja. Ja, in 40 Jahren, da bin ich, 60? Ich 108. Du 165. Hallo. Freut mich sehr. Ja. Und auch, dass wir jetzt auch so ein bisschen kuscheln, finde ich ja, gut. Ja, das finde ich auch lecker. Ja. Okay, und aber das vom Klientel sehe ich, ist das schon so ein bisschen wie deine Touristen damals, als du Reiseleiterin warst. Ja. Ne? Und hast du immer Lust gehabt auf die Leute? Weil manchmal kann das ja schon auch anstrengend sein. Da habe ich auch aufgehört. Also, oder ich habe Neckermann-Gast. Man kriegt ja einen Schiffskoller. Ne? Schiffskoller? Ja, oder ein Touristikkoller. Ja. Aber nachher bin ich bei Rudi Carrell, habe ich angefangen, war auch nicht besser. Du hast einen Rudi Carrell-Koller gehabt. Ja. Guck mal, wie schön da. Und da vorne, stell mal vor, auf der Ecke fängt Belgien an. Ach, jetzt fahren wir schon wieder nach Belgien. Ja. Da wohnt André Rieu. Nein! Diesen Hügel da. Na, dem werde ich was geigen. Ja, also da wohnt André! Alles klar? Der wohnt am André-Ufer. Ich mag das hier, ich finde das gut. Das hat, hat eine gute Energie irgendwie, oder? So ein lockeres Völkchen. Hast du eigentlich schon mal gekifft? Natürlich. Ja. Welcher Holländer hat das nicht? Sollte man das in Deutschland jetzt auch mal legalisieren? Also Cannabis ist okay, aber weitere Drogen natürlich nicht. Nee, das stimmt. Da kommt was auf uns zu. Herzlichen Dank. Och, danke schön. Bedankt. Hier, bitteschön, du kriegst das frisch. Brandbier. Brandbier, okay. Willy Brandbier. Prösterchen. Prösterchen, danke schön. Ah. So. Ach, jetzt fühle ich mich auch zur Gruppe dazugehört. Ja, ne? Jetzt gehören wir alle zusammen. Ja. Wie schön kann das Leben war. Ja, und es war wirklich ein sehr schönes Leben, diese zwei Tage mit dir, Mareike. War vielen schön, Dank. Ne? Ja, wirklich großen Spaß ich gemacht. Ich fand es auch toll mit dir. Schnuckelchen. Danke. Ich danke und du bist ein Schätzchen. Wir werden uns sicher wiedersehen. Man sieht sich im Leben immer zweimal, mindestens. Dann bin ich sehr froh. Hauptsache, ich ende nicht als Schwein in deinem Garten. Du nicht. Das freut mich. Absolut nicht. Bleib gesund. Du auch. Mach's gut. Ach. Tschüss, Mareike. Ciao, Schatz. Achso, warte mal, mach mal noch nicht aus. Ich wollte noch was sagen. Es war eine sehr, sehr schöne Folge Krause kommt, finde ich. Eine meiner Lieblingsfolgen, also so wie jede andere Folge auch. Die kann man übrigens alle anschauen in der ARD-Mediathek, die beste Mediathek der ganzen Welt, des Universums, würde ich gar sagen. Und in dem fantastischen YouTube-Kanal, dem Pierre M. Krause YouTube-Kanal, den ich an dieser Stelle herzlich empfehle. Ne? Also dann, mach's gut. Hallo, aber hallo. Hier kommt jeder auch dran, der was kann.